Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute geht es um Mord. Und genauer gesagt freue ich mich, dass wir heute mit dem Chef der Münchner Mordkommission, Markus Kraus, uns unterhalten und dass Sie uns ein bisschen durch Ihren Beruf führen. Herzlich willkommen, Herr Kraus. Grüß Gott. Willkommen. Herr Kraus, sich täglich mit Mord zu beschäftigen, ist das etwas, wo Sie sagen, dass das auch ein bisschen auf die eigene Psyche geht? Ist das so ein bisschen auch für einen selber schwer zu verarbeiten? Also schwer zu verarbeiten, denke ich nicht. Also es gibt Situationen, die natürlich einen beschäftigen, die man auch vielleicht mit nach Hause nimmt. Mhm. Gerade vielleicht, wenn Kinder betroffen sind als Opfer oder wenn es Situationen sind, wo wirklich jemand von heute auf morgen aus dem Leben gerissen wird. Also die Umstände auch entsprechend sind, aber dass es dann so belastet, dass man sich jetzt da Tag und Nacht damit beschäftigt, so ist es nicht, weil man lernt schon damit umzugehen mit der Zeit. Als Sie hier Chef geworden sind in München von der Mordkommission, da hieß es, oh, da wird jetzt einer Chef, so einen jungen Chef hat es hier überhaupt noch nicht gegeben. War das für Sie am Anfang schwierig, sich da durchzusetzen und aufgrund Ihres jungen Alters, Sie waren unter 40, als Sie hier angefangen haben, sich Respekt zu verschaffen? Nein, also die Kollegen, die waren da sehr offen. Ich kannte auch einige von früher, weil ich ja in diesem Dezernat auch früher schon tätig war, in einer anderen Dienststelle. Und da muss man sagen, die haben es mir jetzt auch leicht gemacht. Also das Team ist ja gleich geblieben, das der Herr Wüfling mir übergeben hat, sodass auch die Leute alle da waren. Sie wusste jeder, was er machen soll. Und also für mich war der Einstieg da nicht schwierig. Man fragt sich natürlich, also wenn man einen solchen wichtigen Beruf macht wie Sie und auch eine solche wichtige Position hat, was haben Sie eigentlich vorher gemacht? Also im polizeilichen Dienst, sind Sie auch als Streife durch München gegangen? Haben Sie da auch Ihren Dienst gemacht? Wie war das? Ja, also ich habe nach dem Abitur bei der Polizei angefangen, im mittleren Dienst, war dann danach der Ausbildung noch ein Jahr tätig bei der Einsatzhundertschaft, die bei Großeinsätzen unterstützen, bei Fußballspielen, aber auch im täglichen Streifendienst unterstützen. Habe dann aufgrund vom Abitur den Direkteinstieg in den gehobenen Dienst geschafft, war dann dort an der Fachhochschule und nach der Fachhochschule in Fürstenfeldbruck bin ich dann wieder nach München gekommen, habe dann dort auch im Schichtdienst gearbeitet auf zwei Polizeiinspektionen und von da aus ging es dann zur Kripo. Ich bin dann dort zum Kommissariat 112 damals noch, das jetzige Kommissariat 12 für Todesermittlungen gekommen und von da aus ging es dann irgendwann den Aufstieg Richtung höherer Dienst, wo noch ein Auswahlverfahren im Vorfeld zu durchlaufen ist und im Hand dieses Auswahlverfahren war ich auch bei verschiedenen Dienststellen, also bei der Kriminalpolizei, auch wieder bei der Schutzpolizei und so ist dann der Aufstieg in höheren Dienst gelungen und nach dem Aufstieg höherer Dienst war ich dann 3 Jahre am Zentralen Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei. Das ist in Einring, auf deutscher Seite, aber in der Salzburger Grenze quasi. Und dort Fachbereichsleiter Kriminalistik. Und mein Chef, der mich quasi in dieses Förderprogramm geschickt hat, hat dann mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass er wieder mein Chef wird. Und er war damals Dezernatsleiter vom Kriminalfachdezernat 1, wo auch die Mordkommission dazugehört. Und hat eben gefragt, ob ich für die Stelle als Leiter Mordkommission wieder nach München zurückkommen würde. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Bevor wir über Ihre tägliche Arbeit noch weiter sprechen, müssen Sie uns mal kurz erklären, wo wir hier überhaupt sind. Was ist in diesem Raum eigentlich, was wird da dargestellt? Ja, das ist das Kriminalmuseum des Polizeipräsidiums München. Mhm. In der kleinen Form muss man sagen, Ziel ist mal, dass das ein größeres Museum wird. Auch in den Kellerräumen des Präsidiums, dass man das ein bisschen größer ausbauen kann. Aber es gibt diesen Verein, Münchner Blaulichtverein, der sich eben auch auf die Fahnen geschrieben hat, hier ein Museum zu gründen, eben hier auch den Kontakt zwischen Bevölkerung und eben auch der Polizei näher zu bringen, zur Verständigung und eben auch anhand von der Geschichte der Polizei München zu erklären, was es für Fälle gab, was es für Entwicklungen gab. Geht's nach Jahren? Ne? Warum fängt es 1913 an? Gibt es da einen bestimmten Grund oder irgendwo muss man anfangen? Das ist der Einzug in das Polizeipräsidium. Also ist ja dieses Augustinerkloster. Ja. Da ist das Polizeipräsidium in der jetzigen Form, wie es dann historisch ja auch gewachsen ist, hier in der Edstraße entstanden. Ja. Und von da an hat man quasi beginnend so anhand
genannt, von einem Zeitstrahl so wichtige Ereignisse rausgenommen. Und diese Ereignisse haben natürlich dann auch oftmals ein Pendant jetzt in der aktuellen Zeit, also angefangen von der häuslichen Gewalt oder aber vielleicht das Olympia-Attentat, wo ja dann auch die Spezialeinheiten wieder weiterentwickelt und entstanden sind, oder aber der erste Raubüberfall auf ein Geldinstitut mit einer Geiselnahme am Max-Weber-Platz. Das waren ja alles so Themen, wo auch dann in der Polizei sich was verändert hat. Ja. Und anhand dessen versucht man eben so die Bereiche darzustellen und ein bisschen zu erklären, wie hat sich die Polizei auch entwickelt. Wie wäre das jetzt bei Ihnen? Also ich stelle mir vor, wenn man so einen Beruf hat wie Sie, dann muss man ja laufend mit dem Schlimmsten rechnen. Also wie ist denn da die Ablaufkette, bis Sie Bescheid wissen, in München hat es einen Mord gegeben? Also normalerweise ist es so, wenn ein Notruf eingeht, dass eine Person verletzt worden ist, dann kommen zunächst die Kollegen von der Schutzpolizei, also der Streifendienst, wie man auch kennt, die uniformierten Kollegen, die ja über die Polizeiinspektionen eigentlich die Notrufe abdecken. Die Notruf geht hier bei der Notrufzentrale ein und dann wird von der Notrufzentrale, von der Einsatzzentrale hier ein Funkstreifenwagen hingeschickt, der das Ganze macht. Und wenn der dann feststellt, das sieht nach einem versuchten Tötungsdelikt oder einem versuchten Tötungsdelikt aus, dann zur Tagesdienstzeit, also normale Bürozeit, werden wir direkt dann angerufen. Dann kriegen Sie einen Anruf direkt auf Ihr Handy, oder wie? Ja, also im Büro klingelt dann das Telefon und die Kollegen sind dran und sie haben hier einen Fall, der für uns was ist, aus ihrer Meinung nach. Und dann rücken wir eben aus und klären das am Telefon schon mal ab, inwieweit das was für uns eben ist, die Zuständigkeit her, und dann rücken wir quasi zusammen mit der Spurensicherung aus. In der Nacht ist es ein bisschen anders. Da ist es so, es gibt einen Kriminaldauerdienst. Der Kriminaldauerdienst ist quasi außerhalb der normalen Bürozeiten grundsätzlich für alle kriminalpolizeilichen Belange zuständig, macht auch hier den ersten Angriff immer. Und es gibt aber für bestimmte Dienststellen, wie auch die Mordkommission, Rufbereitschaftsbeamte. Das heißt, von der Mordkommission sind immer drei Beamte zusammen mit einer Angestellten in Rufbereitschaft. Und wenn eben dann außerhalb der Bürozeiten der KDD verständigt wird, dann ruft der KDD uns an. Und dann ist es so, wie ihr es ein bisschen im Fernsehen kennt, dann klingelt beim Kommissionsleiter, der Rufbereitschaft hat, das Handy. Dann verständigt er die anderen beiden Kollegen, setzt sich ins Auto und fährt zum Tatort. Aber müssen Sie als Chef immer dabei sein? Immer dabei sein muss ich nicht. Also in der Regel ist es so, dass ich bei den meisten Fällen auch in der Nacht vom Kommissionsleiter verständigt werde. Beim Ausrücken, ob ich selber hinfahre, das hängt dann immer auch ein bisschen davon ab, ist das jetzt geklärt oder ungeklärt? Ist das ein höheres Medieninteresse, weil man auch mit der Pressestelle abstimmen muss und mit der Staatsanwaltschaft, was gibt man raus zu dem jetzigen Zeitpunkt? Wie geht man damit gegenüber dem Medium? Also es hängt immer ein bisschen vom Fall ab. Aber bei ungeklärt und vollendetem Delikt in der Regel fahre ich damit. Es gibt ja jetzt bestimmte Technologien, die auch in den letzten Jahren natürlich auch immer weiter sich entwickelt haben. Was hat Ihnen die Arbeit in den letzten Jahren besonders erleichtert aufgrund neuer Technologien, um den Täter zu finden? Also im Bereich der Kriminaltechnik war natürlich die DNA-Analyse oder die DNA-Analytik, als die begonnen hat, das war natürlich schon also Meilenstein in der Kriminaltechnik, muss man sagen, weil natürlich ähnlich wie beim Fingerabdruck die DNA eindeutig einer Person zuordnenbar ist und da natürlich auch eine sehr hohe Identifizierbarkeit möglich ist. Ja. Und natürlich auch DNA-Material fast an jedem Tatort vorhanden ist, weil der Täter kann es so gut wie nicht vermeiden, dass dieses DNA-Material gesetzt wird. Ja. Haben Sie da dann natürlich auch bestimmte Leute, die da in dieser Richtung, wir haben da drüben den Mooshammer. Mit Mooshammer, genau, das Jackett vom Mooshammer. Also wir können ja vielleicht mal an dem Beispiel erklären, wie das dann abläuft. Also da gab es dann einen Anruf, Sie sind da alle hingefahren und Mooshammer war tot. Genau, also ich bin da nicht hingefahren, weil da war ich noch nicht bei der Mordkommission, das war noch mein Vorgänger, der Herr Wilfling. Ja, also letztlich hat man festgestellt, dass es ein Tatwerkzeug gab, das war dieses Kabel hier. Dieses Kabel, dieses Stromkabel, das ist das Originalkabel, das ist mit dem man ihn erwürgt hat. Originalkabel, genau. Mhm. Und das konnte sichergestellt werden am Tatort und dann wird natürlich als vermeintliches Tatwerkzeug an diesem Kabel durch die Kollegen vom Kommissariat 92, das ist die Spurensicherung, die Spurensicherung durchgeführt. Das heißt, es werden Abriebe gemacht, also mit Wattestäbchen, ganz einfach gesagt. Und anhand dieser Abriebe wird dann im Institut für Rechtsmedizin bei uns, das von der Universität München eben, wird versucht, eben hier DNA-Material herauszuarbeiten und eine Spur zu finden. Und hier war es dann eben auch so, dass man Material herausgearbeitet hat und es konnte einer Person zugeordnet werden, sodass man natürlich relativ schnell ein Gesicht
zu dieser Spur hatte. Das heißt also, der Mörder von Mooshammer ist vorher schon mal der Polizei negativ aufgefallen, dass sie sozusagen seine DNA genommen haben. Ne? DNA-Datenbank unter bestimmten Voraussetzungen wird hier im Rahmen von einer ID-Behandlung, also erkennungsdienstliche Behandlung nennt man das, werden Fingerabdrücke, Lichtbilder gemacht und unter bestimmten Voraussetzungen eben auch eine DNA-Probe entnommen, ein Mundhöhlenabstrich, der dann in DNA umgewandelt wird. Und das wird in eine Datenbank eingestellt, in eine bundesweite. Und wenn die Person natürlich dort schon gespeichert ist und man erhebt am Tatort Spuren und es kommt zu einem sogenannten Spur-Person-Treffer, dann kann man zunächst mal sagen, dass diese Spur durch diesen Täter gesetzt worden ist. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass das der Täter ist. Er kann ja auch möglicherweise berechtigter Spurenverursacher sein. Ja? Aber berechtigter Spurenverursacher? Ja, der müsste bei das Kabel in der Hand gehabt haben und irgendwann mal eingesteckt haben, weil er Licht haben wollte zum Beispiel. Genau, also wenn jemand zum Beispiel berechtigt in der Wohnung war an einem Tatort und natürlich sagen kann, ja, ich war ja da öfter, weil das ein Bekannter war, gerade bei Beziehungstaten ist das vielleicht der Fall, dann kann es natürlich schon sein, dass diese DNA-Spur oder auch andere Spuren berechtigt durch diese Person gesetzt worden sind. Mhm. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss nicht, dass er nicht der Täter ist. Absolut. Ja, also man muss halt mal schauen. Ja. Herr Kraus, ist das jetzt so, wenn wir uns mal hier so hinsetzen, ja, und uns mal vorstellen, ich wäre ein Verdächtiger. Würden wir uns so ähnlich gegenüber sitzen in irgendeiner Phase Ihrer Aufklärung? Also vielleicht so nah, kommt immer darauf an. So nah das ist, ja. Also es gibt auf jeden Fall die Beschuldigtenvernehmung. Ja, das heißt, wenn eine Person verdächtig wird und zum Beschuldigten wird, dann hat er ja das Recht, dass er bei der Polizei Angaben macht. Er hat aber auch das Recht, dass er keine Angaben macht. Er wird entsprechend belehrt. Mhm. Und dann sitzt man natürlich da und belehrt ihn entsprechend und sagt natürlich, ob er Angaben machen möchte oder nicht. Und wenn die Person bereit ist, Angaben zu machen, dann würden wir uns hier auch, also vielleicht nicht an der Bierbank wie hier sitzen, ja, aber in einem Vernehmungszimmer oder im Büro gegenüber sitzen. Mhm. Und dann würde die Vernehmung gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie natürlich, dass, da Sie das ja öfter machen, auch so ein Gefühl kriegen. Können Sie so feststellen, wenn einer anfängt zu lügen oder auch wenn er die Wahrheit sagt? Ist da bei Ihnen so ein Empfinden da? Ja, also ich mache das ja so gut wie nicht. Das machen ja die Kollegen von mir. Ja, als Dienststellenleiter hat man andere Aufgaben. Aber die Kollegen, die das jahrelang machen, man hat schon so ein Bauchgefühl, ja, ob jetzt das vielleicht so ein bisschen stimmt oder nicht. Ja, aber mit dem Bauchgefühl kommt man nicht weiter. Man muss das ja letztlich nachweisen. Ja. Ja. Aber es ist schon so, dass die Kollegen natürlich sagen, naja, ob das stimmt, was der uns sagt, da haben wir jetzt Zweifel. Oder es gibt auch Situationen, wo man sagt, das ist jetzt nachvollziehbar. Also das klingt glaubhaft und das hat er unserer Meinung nach jetzt so nicht erfunden. Und dann kann es auch sein, dass ein Tatverdächtiger möglicherweise nach den Angaben bei der Polizei wieder entlassen wird. Mhm. Gehören Sie dann zu denjenigen, das kennt man ja aus Kriminalfilmen, der dann hinter der Glasscheibe zuhört, wenn ein solches Gespräch stattfindet zwischen Polizei und Tatverdächtigen? Nein, also das ist mehr so eine Filmgeschichte, ja. Also wo dann der Vorgesetzte hinter der Glasscheibe sitzt und sagt, jetzt schickt man den anderen auch noch rein, ja, zur Vernehmung. Ja, also so läuft es in der Praxis nicht. Also wir haben zwar so einen Vernehmungsraum, auch mit einem venezianischen Spiegel, aber bei uns wird in der Regel in den Büros vernommen und da ist jeder, der nicht jeder Unnötige, der da drin ist, der muss eigentlich nicht drin sein. Das gilt für den Chef genauso. Von denen, die Sie überführt haben, haben Sie da auch mal Mitleid gehabt oder ein Verständnis dafür gehabt, dass er gemordet oder dass sie gemordet hat? Also Verständnis, und das muss man ein bisschen trennen von der Akzeptanz. Also akzeptieren kann man das natürlich nie. Mhm. Aber es gibt mit Sicherheit Situationen oder Fälle, wenn eine Person dann eine Affektgeschichte schildert, wie es zu dem Ganzen kam. Also sei es mit angefangen von vorhergehenden Beleidigungen, Verletzungen, Erniedrigungen. Das ist keine Rechtfertigung, dass diese Tat passiert. Ja, aber in der Erzählung heraus ist es dann vielleicht schon so, dass man sagt, naja, also das ist jetzt nicht der eiskalte Mörder, der rumzieht und sagt, ich bringe irgendeinen um, sondern es ist halt der in diese Situation hineingeraten ist. Ja. Man entwickelt ja auch immer so eine Beziehung, egal mit welchem Menschen man unterwegs ist oder mit welchem Menschen man es zu tun hat. Ist da auch schon mal sowas wie Sympathie entstanden einem Mörder gegenüber? Also bei mir jetzt nicht, wobei ich ja immer nicht den direkten Kontakt habe, sondern das haben die Kollegen, ja, aber Sympathie, also glaube ich, das ist das verkehrte Wort. Das, was Sie vorher beschrieben haben mit dieser Nachvollziehbarkeit, dass es vielleicht zu dieser Tat kam, das schon, aber dass da eine Sympathie entsteht, glaube ich eher nicht. Ich
würde vielleicht noch mal eine noch radikalere Frage stellen wollen. Inwieweit muss man auch selber so ein bisschen kriminelle Energie haben, um überhaupt sich in dieses ganze Milieu auch einarbeiten zu können? Ja, das mit dem Milieu ist ja beim Mord immer so eine Sache, weil das ist ja quer durch alle Schichten. Also so ein richtiges klassisches Milieu gibt es halt eigentlich nicht. Das Mördermilieu. Das Mördermilieu, ja. Aber also, dass wir jetzt eine kriminelle Energie haben, das bestreite ich jetzt mal. Das ist natürlich so eine Einfühlungsgeschichte, inwieweit man was nachvollziehen kann. Es geht ja immer im Endeffekt, die klassischen Ermittlungsmethoden bei all der Technik, die es heutzutage gibt, die bleiben ja. Also die Hypothesenbildung, warum ist die Tat entstanden, wer hat das Motiv, das besteht ja heute noch. Und das ist natürlich schon was, wo man sich einfühlen muss und Gedanken machen muss, warum ist die Tat entstanden und was folgert man daraus, wer der Täter sein könnte. Kann man einen Unterschied machen zwischen Männern, die morden, und Frauen, die morden? Gibt es da so grundsätzlich unterschiedliche Motive, obwohl das natürlich dann auch eine Grauzone gibt, aber wo man so sagen könnte, das sind so typische Situationen, wo Frauen morden, und das sind typische Situationen, wo Männer morden? Ja, mein Vorgänger hat es, glaube ich, mal ganz treffend formuliert, der Herr Wülfling. Also die Männer, die morden quasi, um zu behalten, und die Frauen morden quasi, um loszulassen oder wegzukommen. Ja, also das ist, glaube ich, so in den Beziehungsgeschichten mit Frau Mann trifft es schon so ein bisschen den Kern. So die Trennungsgeschichten ist dann so, wo der Mann vielleicht den Mord in Erwägung zieht oder vielleicht dann auch durchführt, weil die Frau sich trennen will. Mhm. Und das will er nicht akzeptieren. Und bei der Frau ist es vielleicht oftmals so, die will eigentlich weg, sieht aber keine Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen und greift dann eben zum Mordwerkzeug. Wenn wir mal jetzt in die jüngere Geschichte gucken, was da an Morden in München passiert ist, dann fällt einem natürlich sofort der Isar-Mord ein. Also da ist ein Fahrradfahrer mit seiner Freundin an einem vorbeigefahren, der hat seine Freundin bespuckt. Daraufhin ist der Freund von der Frau, die bespuckt worden ist, zurückgegangen, hat gefragt, was soll das, und ist dabei wohl ermordet worden. Inwieweit frustriert es dann jemanden wie Sie, dass nach so einer langen Zeit ein Fall einfach nicht aufgeklärt werden kann? Also Frustration, glaube ich, trifft es nicht so ganz. Also es belastet natürlich einen schon, weil man sagt, wir haben den Anspruch, jeden Fall zu klären. Das ist der Anspruch, den wir haben. Mhm. Die Aufklärungsquote bei Morddelikten oder bei Tötungsdelikten ist ja bundesweit auch sehr hoch. Die geht ja 90% aufwärts, was da die Aufklärungsquote ist. Liegt in vielen Fällen daran, dass es eben Beziehungstaten sind. Aber wir wissen auch, dass es bestimmte Fälle gibt, die einfach schwer aufzuklären sind, gerade dann, wenn es keinerlei Vorbeziehung gibt zwischen Täter und Opfer oder wenn vielleicht auch der Täter keinerlei Bezug zum Tatort hatte. Ja. Mhm. Und das war in dem Fall eigentlich schon an dem Abend schon klar, dass es da keinerlei Vorbeziehung offenbar gab zwischen Täter und Opfer und möglicherweise auch, dass der Täter vielleicht keinen mittel- oder langfristigen Bezug zu München hatte. Ja. Und das nagt an einem natürlich, weil in dem Fall ja auch alles unternommen wird. Also wir haben ja mittlerweile knapp 800 Hinweise bekommen, auch aus der Bevölkerung im Laufe der Arbeit. Wir haben rund 15.000 Personen überprüft im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Das ist natürlich schon so, wo man dann immer wieder sagt, na jetzt das Nächste, es geht weiter und wir müssen auch weitermachen. Aber Frustration ist das verkehrte Wort, weil die Leute, die bei uns arbeiten, die arbeiten in der Regel lange bei der Mordkommission und die wissen damit umzugehen. Denn ich stelle mir auch vor, dass die Verwandten da auch natürlich Druck auf Sie und auf Ihre Arbeit ausüben und das dann auch in der Öffentlichkeit manchmal auch sozusagen sich äußern und auch ihre Frustration äußern, dass da nichts weitergeht. Wie gehen Sie mit Verwandten um, die Sie kritisieren, weil Sie den Fall nicht aufklären? Also für uns ist es verständlich, dass natürlich, also wir wissen, dass der Fall oder die Trauerarbeit in der Regel erst abgeschlossen werden kann, wenn vielleicht auch die Gerichtsverhandlung war. Also man hat quasi den Täter personalisiert, man weiß, man hat ihn gesehen, der hat eine Strafe erhalten und das ist dann oftmals der Zeitpunkt, wo wir wissen, dass auch eigentlich die Trauerarbeit erst so abgeschlossen werden kann, weil man immer sonst immer meint, ja, irgendwann kommt noch eine Verhandlung, ich muss vielleicht wieder was aussagen, es kommt wieder. Insofern wissen wir schon, dass das natürlich für die Angehörigen sehr belastend ist auch, wenn der Fall nicht geklärt wird. Aber wenn jetzt da mal ein negatives Wort kommt oder so, dann sind wir nicht so, dass wir das öffentlich dann auch über die Medien austragen, ja, sondern wir versuchen dann mit den Angehörigen bei uns zu reden, ihnen auch zu erklären, wie vielleicht manche Sachen gemacht werden, vielleicht manche Sachen nicht gemacht werden können, weil nicht alles, was man aus dem Fernsehen kennt oder was vielleicht auch
wo man sagt, das kann die Polizei machen, ist in dem jeweiligen Fall, also angefangen von einem Phantombild. Ja, also wenn ich wenig Personenbeschreibung habe oder auch nichts Markantes, dann ist natürlich eine Phantombilderstellung sehr schwierig. Also die Phantombildzeichner sagen zum Beispiel, wenn man jetzt Nase, Mund und Augen nicht genau beschreiben kann, dann ist es schwierig, da ein aussagekräftiges Phantombild zu erstellen. Wo natürlich die Angehörigen natürlich zu Recht sagen, ja, warum macht ihr da kein Phantombild? Ja. Aber wir haben da unsere Gründe und das muss man halt dann versuchen, den Angehörigen zu erläutern. War das so ähnlich bei dem Isar-Mörder, dass man da eigentlich kein Phantombild erstellen kann, weil die Zeugin wahrscheinlich auch völlig aufgelöst war in der Sekunde? Naja, es ist schwierig. Zum einen war es in der Situation ja sehr dunkel. Es ist jetzt anders als heute, weil die Bäume ja zurückgeschnitten worden sind und die Straßenbeleuchtung auch geändert worden ist, war es zum damaligen Zeitpunkt ja noch so, dass die Straßenbeleuchtung nur über der Straße hing, also nicht auf dem Gehradweg, dass die Baumkronen sehr dicht bewachsen waren, sodass es hier sehr, sehr dunkel war und natürlich im Vorbeifahren und aus einer Entfernung von 50 Metern dann, wo die Tat von der Verlobten beobachtet wurde, ist es natürlich ganz schwer zu sagen, wie hat die Person konkret ausgesehen. Setzen Sie dann noch so einen Profiler ein, also der dann nochmal auch anders an die Sache rangeht als Sie? Ja, also die operative Fallanalyse, wie das ja heißt. Mhm. Also der Fallanalytiker, Profiler hören jetzt die Münchner Kollegen nicht ganz so gern, ja. Aber es ist halt so der Begriff. Ja. Warum hören die den nicht gerne? Sie sind immer Fallanalytiker, das hört sich ein bisschen sachlicher an. Profiler hat, glaube ich, vom Fernsehen so ein bisschen so. Hat ein tolles Image gekriegt bei den jungen Leuten. Jeder Zweite möchte Profiler werden. Aber Profiling ist ja nicht, dass man am Tatort einen Gegenstand anlangt und versucht, da im Endeffekt ein Gespür für die Tat zu kriegen, sondern das ist im Endeffekt die Fallanalyse. Mhm. Das heißt, man schaut sich den Tatort an, man schaut sich die Spurenauswertung an und anhand dessen wird versucht, ein Bild zu erstellen, warum der Täter die Tat begangen hat, warum sind manche Spuren vorhanden und was kann man da rauslesen und kann man dies zu einem Täterprofil zusammensetzen. Also in ungeklärten Fällen ist es Standard, dass die operative Fallanalyse Bayern, die auch bei uns beim Kriminalfachdezernat 1 in München angesiedelt ist, dass die aufgerufen und eingesetzt wird. Und es ist aber auch so, dass das keine Wunderwaffe ist. Ja. Nein, aber dann treffen Sie sich alle in einem Raum und dann wird Ihnen auch erklärt, wie der Profiler oder der Analytiker den Tatort für sich gesehen hat. Genau, also es gibt eine erste Besprechung, in dem die Kollegen von der Fallanalyse im Endeffekt auch uns fragen, was wir so haben. Die kriegen die Fallakten zur Verfügung gestellt, dann werden noch Nachfragen gestellt, was wir schon an Ermittlungsergebnissen haben, was wir schon sagen können zur Spurenlage in der Auswertung. Also das ist die erste Besprechung und dann ziehen sie sich in der Regel zurück auf ihre Dienststelle und einige Zeit später dann gibt es eine sogenannte Präsentation der Fallanalyse. Das heißt, die Fallanalytiker präsentieren uns dann anhand des Spurenbildes und der Sichtung der Unterlagen, was Sie meinen, was Sie ein Bild für einen Täter haben. War das eigentlich auch der Fall, wo Sie noch mit einem Verdächtigen, wo Sie am Verdächtigen DNA abnehmen wollten und der Ihnen ins Gesicht geschlagen hat? War das der Mordfall oder war das ein anderer? Das war auch der Mordfall, ja, genau, das hängt damit zusammen. Man versteht gar nicht, warum das passiert ist. Was ist da Ihre Analyse? Warum glauben Sie, dass der Sie geschlagen hat? Das ist ja nicht der Täter gewesen. Es war ja einer, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, so wie wir es verstanden haben. Ja, also das sind die Beweggründe. Weiß ich, aber letztlich ist es natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre. Ja, also das ist einfach so. Es wird zwangsweise eine Blutprobe abgenommen. Es wird mit Gewalt in die Wohnung eingedrungen in dieser Situation. Das ist natürlich das, wo natürlich jemand, der aus seiner Sicht im Nachhinein ja auch zu Recht dann sagt, er hat mit dem Fall nichts zu tun. Vielleicht natürlich was aufgestaut hat, wo er irgendwie sagt, irgendeiner muss jetzt dafür verantwortlich gemacht werden. Und das war letztlich vermutlich ich dann als Einsatzleiter in dieser Situation. Haben Sie ihn angezeigt? Ja, da war die Verhandlung jetzt. Ja. Da war die Verhandlung. Was gab es ein Ergebnis? Ja, also der ist quasi, es gab ein Ergebnis auch, er ist jetzt nicht in Haft, ja, der ist wieder auf freiem Fuß und ist meines Wissens verurteilt worden zu 7 Monate, die ja mit der Haft, wo er bisher war, abgegolten ist. Also in Amerika wäre es nach einem solchen Delikt sehr viel härter ergangen, glaube ich, als hier. Ich weiß es jetzt nicht. Also letztlich war es ja, muss man sagen, das war ein Körperverletzungsdelikt und Beleidigungen und Bedrohungen. Es war ein Schlag mit der Faust ins Gesicht, der schmerzhaft war. Ob in Amerika dafür jetzt ein anderes Strafmaß ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Kollegen ihn anders rangenommen hätten, als er vielleicht hier rangenommen wurde, nachdem ihm das passiert ist. Weiß ich, also kann ich jetzt über Amerika keine Urteile erlauben. Letztlich sind wir ein Rechtsstaat und da muss alles entsprechend ablaufen und das ist auch so geschehen. Menschen in München mit Jörg van Hoven.
Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht die IT München. Dreimal ganz in ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, Herr Kraus, als Chef der Mordkommission kann ich mir vorstellen, hat man auch verschiedenes Klientel. Also es gibt ja wahrscheinlich Leute, die so einen Mord lange auch vorbereiten. Und dann gibt es diesen emotionalen Mörder oder Mörderin. Mal so persönlich gefragt, welcher liegt Ihnen mehr? Also der natürlich was plant, der ist natürlich auch ein bisschen kühler insgesamt, weil der hat das ja alles so minutiös vielleicht auch geplant und vorbereitet und so. Und der hat sich vielleicht auch bestimmte Situationen, wenn die Polizei käme, schon mal eingestellt. Ja, derjenige, der vielleicht aus dem Affekt raus so eine Tat begeht, da ist es dann doch so, dass der natürlich selber auch überrascht ist, dass es vielleicht zu dieser Tat gekommen ist. Ja, und es vielleicht auch einfach aussagefreudiger, um das auch mal loszuwerden und von der Seele zu reden. Ja. Weil man stellt sich natürlich immer die Frage, gibt es den perfekten Mord? Also können Sie sich vorstellen, dass es sowas noch gibt, oder ist es aufgrund dieser DNA-Möglichkeiten und ihrer ganzen kriminologischen Möglichkeiten eigentlich gar nicht mehr machbar? Also die Schwierigkeit besteht ja darin, dass man die Tat erkennt. Also das ist angefangen von der Leichenschau, die ja durch qualifizierte Ärzte eigentlich erfolgen sollte, bis hin dann zu dem Ergebnis, wie es mit den Ermittlungen weitergeht. Also wenn man da vielleicht ein Delikt übersieht, ist es vielleicht halt schwierig, aber man sieht ja auch oftmals, es gibt immer jemand, der vielleicht von der Tat was weiß, ja, und irgendwann muss es raus. Ja, und dann wird auch nach Jahren jetzt, wie ein aktueller Fall bei uns auch belegt, wo ja eigentlich auch nach Jahren dann wieder über Dritte quasi bekannt wird, dass da möglicherweise eine Leiche vergraben ist. Und dann kommt es zu dieser Auffindung und dann ist der Fall auch geklärt, wo man vermeintlich ja über Jahre gedacht hat, aus Sicht des Täters eigentlich ist es schon erledigt und es weiß keiner mehr. Das war der Fall mit der Studentin, die mit der Kreissäge vorgegangen sein soll. Das ist, glaube ich, auch mit der wichtigste Punkt, dass Mitwisser für einen Mörder natürlich das Gefährlichste ist, was es überhaupt gibt, oder? Ja, also da muss jeder damit umgehen können, dass er ja quasi vielleicht von sowas erfährt und dann auch mit sich leben kann, dass möglicherweise jemand zu Tode gekommen ist und derjenige, der dafür verantwortlich ist. Es ist halt das höchste Rechtsgut, das Leben, was da betroffen ist. Und da ist es natürlich schwierig. Ja. Aber es ist, glaube ich, für den Täter auch selber schwierig. Ja. Es gibt immer diese Erzählungen auch von Kollegen, die nach vielen, vielen Jahren einen Mord geklärt haben und wo dann eigentlich der Täter erleichtert ist, dass es eigentlich raus ist und dass es bekannt ist, weil ja doch irgendwie so die Gefahr immer oder die Angst da ist. Naja, wenn das rauskommt, dann... Wir reden ja nicht hier vom Ladendiebstahl, wo man dann nach Jahren sagt, nein, das ist jetzt verjährt, sondern Mord verjährt ja nie. Da werden Sie doch auch wahrscheinlich viel Erfahrung mitgemacht haben, als diese DNA-Analyse immer besser geworden ist und Sie die Altfälle nochmal aufarbeiten konnten. Wie sind Sie mit diesen Altfällen eigentlich umgegangen, die dann aufgrund von DNA-Analysen doch aufgeklärt wurden? Ja, also letztlich muss man halt schauen, die DNA, also die Spur, die da aufgeht. Wir sind in München angefangen von 2000, hat man angefangen, die ganzen alten Fälle nochmal spurentechnisch zu untersuchen, ob es hier DNA-Material gibt, was man herausarbeiten kann. Und dann ist es natürlich so, zum einen muss man schauen, gibt es einen Treffer in der DNA-Datenbank, also wo dann die Person ja auch namentlich bekannt ist. Dann, wo ist diese Person? Und da muss man die Spur auch noch bewerten. Also ich habe ja vorher schon gesagt, berechtigt, gesetzt oder nicht. Ja. Und zum anderen bedingt es natürlich auch, wenn ich DNA-Material habe, dass möglicherweise alle Personen, die damals in den Ermittlungen eine Rolle gespielt haben, nochmal überprüft werden, wenn die nicht in der DNA-Datenbank sind, weil natürlich hier man ausschließen muss, dass es hier einen Treffer gibt oder möglicherweise eine Person aus dem Bekanntenkreis für diese Spur verantwortlich ist. Also es ist nicht so, dass die DNA dann gleich den Täter liefert, sondern da hängt noch ganz viel Ermittlungsarbeit mit dran. Klar. Wie viele unaufgeklärte Fälle gibt es so ungefähr? Also wenn man mal so, weiß ich nicht, von den 70er Jahren ausgeht. Ja, also wir haben jetzt aktuell in den letzten 2,5-3 Jahren haben wir nochmal eine Erhebung gemacht, haben nochmal alles durchgesehen. Ja. Also man muss sagen, dass wir beginnend ab 1960 für den Zuständigkeitsbereich des Polizeibezirks München rund 250
ungeklärte Tötungsdelikte haben, aber inklusive Versuche. Also da sind auch welche dabei. Und da ist es so, dass wir jetzt natürlich auch versuchen, die ganzen Fälle nochmal durchzugehen. Und es gibt aber auch Fälle, wo man sagen muss, da ist kein Spurenmaterial vorhanden, weil der Sachverhalt das damals einfach nicht hergegeben hat. Damals die Spurensicherungsmethoden ganz anders waren. Und möglicherweise ja auch der Täter schon ein Alter erreicht hat, wo er wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben ist. Also wenn Sie einen Fall haben aus 1960, wo der Täter auf Mitte 50 beschrieben wird, dann ist jetzt die Chance natürlich sehr groß, dass die Person nicht mehr am Leben ist. Deswegen muss man halt immer schauen. Ja, aber mittlerweile ist es so und wir müssen jetzt halt natürlich schauen, dass wir die Fälle noch ein bisschen so priorisieren, wo wir sagen, da geht vielleicht noch sicher was, da vielleicht nicht und den Aufwand dann entsprechend auch anschauen. Das ist halt auch eine personelle Geschichte, das muss man auch sagen. Ja, also das Aktuelle geht natürlich vor, das Alte ist aber nicht vergessen. Also wir haben Kollegen, die ja an Fällen arbeiten, die so um 20, 30 Jahre alt sind, wo man einfach sagt, da geht wahrscheinlich noch was. Ja. Das ist ja auch belastend, wenn man sozusagen so lange mit einem Altfall dann rumläuft. Also muss man sich das so vorstellen, dass es bei Ihnen also Altfälle gibt und Sie die dann untereinander aufteilen und man sich, wenn man eben weniger zu tun hat, dann damit wieder beschäftigt? Also es gibt für die Fälle feste Ansprechpartner, also für die meisten, natürlich für diese 250 jetzt in der Sache nicht. Wir haben jetzt mal, ein Kollege hat jetzt mal federführend die Sachen auch durchgeschaut, um einfach mal zu sagen, da geht sicher nichts mehr. Also aufgrund, es ist keine Spurenlage da, es ist die Personen vermutlich schon zu alt, die Zeugen sind nicht mehr am Leben. Also wo man einfach sagt, da gibt es auch keine Ansatzpunkte mehr. Und ein Großteil der Fälle, auch aus der jüngeren Vergangenheit, die sind natürlich aktuell bei Sachbearbeitern da, die natürlich, wenn keine aktuellen Fälle sind oder wenn ein konkreter Hinweis eingeht, das gibt es ja auch immer wieder, sich mit diesem Fall wieder beschäftigen und schauen, ob es hier einen konkreten Ansatz gibt, der möglicherweise zum Täter führt. Das muss ja mit bei dieser Kreissäge der Fall gewesen sein, bei der Studentin, die da ihren Liebhaber im Garten vergraben hat. Da muss dann auch wahrscheinlich ein Dritter, ich weiß nicht, ob Sie darüber reden dürfen, aber ein Dritter den Tipp gegeben haben. Ja, also es ist ein laufendes Verfahren, deswegen kann man da zum jetzigen Zeitpunkt relativ wenig sagen. Es ist aber damals auch in der Pressekonferenz gesagt worden, dass quasi einen Hinweis gab über einen Dritten, dass es möglicherweise dort zu einem Tötungsdelikt kam und die Leiche im Garten vergraben ist. Wenn Sie sowas aufklären, dann könnte ich mir vorstellen, dann fällt auch viel Ballast von Ihnen ab, weil Sie sich so lange mit so einem Fall beschäftigt haben. Wie wird sowas gefeiert? Wie wird sowas dann gehandelt? Also, dass wir bei jedem Fall eine Feier machen, wenn der geklärt ist, das ist nicht so. Weil, wie gesagt, zum einen ist es unser Anspruch. Und aufgrund der hohen Aufklärungsquote, die ja auch mit den Beziehungstaten zusammenhängt, ist es ja jetzt nicht die Ausnahme, dass die Fälle geklärt werden. Ja. Was natürlich ist, wenn man eine Sonderkommission hat und die führt dann zum Erfolg, dann ist es schon so, dass das natürlich ein gutes Gefühl ist, wenn man sagt, die ganze Arbeit, die da investiert worden ist, die hat zum Erfolg geführt und das ist dann schon so, dass man vielleicht so eine Art Soko-Feier mal macht. Wann setzen Sie eine Sonderkommission ein? Ja, also im Prinzip kann man sagen, wenn das ein Fall ist, also wir hatten ja die Soko Eidenbach zum Beispiel, das war die Katrin Michalk, 31-jährige Frau, die in Forstenried quasi umgebracht worden ist. Da hat man einzelne Körperteile gefunden? Nein, nicht. Die ist im Hausflur quasi mit mehreren Messerstichen. Ach so, das war der, ja. Da ist es einfach so, man hat ein ungeklärtes Delikt, man weiß über den Täter gar nichts, kann auch nicht ausschließen, dass der Täter vielleicht wieder zuschlägt. Ja. Ja. Man rechnet mit einem hohen Hinweisaufkommen, einem hohen Spurenaufkommen, man muss verschiedene Leute oder ein großes Umfeld relativ zeitnah vernehmen. Das sind solche Ansatzpunkte, wo man sagt, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist erheblich gestört. Ja. Das sind so Punkte, wo man natürlich zur Einrichtung einer Soko tendiert und die dann auch gemacht wird. Ja. Ja, genau, das ist ja auch ganz wichtig, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Nicht? Also das erhöht natürlich dann auch den Druck bei Ihnen, ne? Wenn also da einer rumläuft, von dem man gar nicht weiß, warum der da gemordet hat. Das war ja auch mehr so ein Zufallsmord in Anführungszeichen. Ja. Also damals war es für uns so, dass, glaube ich, die Medien, das weiß ich bis heute nicht, warum sie da in diese Richtung gegangen sind, aber für die Medien war das irgendwie klar am Anfang, dass das eine Beziehungsgeschichte war. Ja. Ich habe jetzt dem auch nicht widersprochen damals, obwohl wir intern eher gesagt haben, naja, ob da eine Beziehung da war, weil es konnte eigentlich zu dem Zeitpunkt keiner wissen, dass das Opfer nach Hause kommt. Ja. Mhm. Das heißt, der Täter, der einen Bezug hatte, der hätte quasi warten müssen. Mhm. Und das ist die Frage, ob er dann diese Tatörtlichkeit auswählt, die ja eigentlich im öffentlichen Bereich lag. Ja.
Aber da sind die Medien in diese Richtung gegangen und dadurch war natürlich das Sicherheitsgefühl, glaube ich, in der Gegend nicht ganz so gestört, wie es zum Beispiel im Fall der Soko Cornelius ist, also der sogenannte Isar-Mord, wo uns ja heute immer noch Leute sagen, ja, für sie ist das ein ganz komisches Gefühl, die in der Gegend leben, weil sie sagen, eigentlich hätte sie ja jeden treffen können zum damaligen Zeitpunkt und das ist bis heute ungeklärt. Ja. Also es beschäftigt die Leute dann schon auch immer. Ja, ja, ja klar, das ist das Sicherheitsgefühl. Dieses Zusammenspiel Polizei, Presse, inwieweit wird das von Ihnen immer auch oder kann es von Ihnen auch immer hundertprozentig, ich sage jetzt mal, offen gespielt werden? Ja, also das eine ist natürlich der Datenschutz, der eine große Rolle spielt, den die Medien nicht so haben. Ja, also die, wenn was berichten, weil sie es irgendwo aus einer Quelle haben, wir dürfen ja manche Sachen einfach nicht berichten. Zum anderen ist es natürlich auch ermittlungstaktische Gesichtspunkte. Ja, also das heißt, Täterwissen wollen wir natürlich nicht preisgeben. Also die Tötungsart, wenn die jetzt nicht offensichtlich ist, ob das jetzt mit dem Strangulationswerkzeug ist, was war das für ein Werkzeug, also solche Sachen, das wollen wir natürlich nicht sagen, weil das reines Täterwissen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Täter haben. Ja. Das interessiert natürlich die Medien. Ja, das ist wichtig. Ja. Und für uns ist es manchmal schwierig, weil wir natürlich manche Sachen auch nicht richtig stellen können, um nicht gegen die Ermittlungstaktik oder den Datenschutz zu verstoßen, wo die Medien natürlich auf die Polizei so ein bisschen schimpfen, so, ja, warum sagt ihr dazu nichts, ja, und Vorwürfe auch erheben, wo es für uns schwierig ist, das natürlich gerade zu stellen. Erklären Sie mal, warum es für Sie wichtig ist, dass wenn es reines Täterwissen ist, dass Sie das während der Suche nach dem Täter noch nicht preisgeben wollen. Naja, wenn der Täter natürlich oder der Tatverdächtige in der Vernehmung von sich aus so einen Detail preisgibt, woher soll er das wissen? Mhm. Wenn es vorher nirgends stand, kann er es nur wissen, weil er bei der Tat dabei war. Ja? Mhm. Wenn es natürlich schon in den Zeitungen stand und ich sage ihm dann, ja, Sie, das ist ja Täterwissen, dann sagt er, ja, das stand ja auch in der Zeitung. Ja, also das ist natürlich so, wo ich sage, das ist für uns das Entscheidende. Ja? Auch weil natürlich manche Ermittlungshandlungen dranhängen, wo der Täter sich vielleicht in Sicherheit wiegen könnte, wenn er weiß, da tappen sie jetzt im Dunkeln. Ja? Man muss natürlich immer wieder an irgendwelche Kriminalfilme denken, wenn man mit ihnen spricht. Und dann sieht man natürlich den Kommissar, dass er eine Wand hat, an die er gewisse Informationen dran gepinnt hat und dann Verbindungsstriche zieht. Ist das realistisch? Machen Sie das auch? Beziehungsweise mit wem machen Sie Ihr Brainstorming, um mal abzugleichen, wie Sie den Mordfall sehen, um einfach mal abzugleichen, wie es vielleicht der Kollege oder andere sehen? Also wir haben in der Früh um 7.30 Uhr eine Frühbesprechung im ganzen Kommissariat. Bei uns beim Kommissariat 11 gibt es ja 5 Mordkommissionen. Und in dieser Frühbesprechung werden die Fälle so ein bisschen geschildert. Da ist es dann auch so, dass vielleicht ein oder andere Kollege was dazu sagt. Aber dann ist es so, dass in der jeweiligen Kommission, die den Fall bearbeitet, schon so eine Art Brainstorming ist. Wie geht man jetzt an den Fall heran? Was ist noch zu tun? Was ist wichtig? Und je nachdem setze ich mich dann da dazu oder nicht oder bespreche das im Nachhinein mit dem Kommissionsleiter. Aber es ist im Gegensatz zum Fernsehen, es ist schon eine sehr große Teamarbeit. Ja. Also auch diese 2 einsamen Ermittler, die es im Fernsehen immer gibt, oder der eine, das ist in der Praxis eher nicht durchsetzbar oder haltbar, weil es so viel ist an Informationen, die am Anfang auch eingehen oder die man einholen muss, was einer allein nicht schaffen kann. Woher kommt eigentlich das immer, es im Vergleich zu früher deutlich mehr Mordversuche gibt als Morde? Also da sagt man eigentlich, dass das der Intensivmedizin geschuldet ist, weil natürlich die Entwicklung in der Intensivmedizin, in der Rettungsmedizin natürlich auch in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig fortgeschritten ist und natürlich heute vielleicht Personen auch gerettet werden können, wo man früher gesagt hat, also da ist eigentlich nichts mehr zu machen. Ja. Also das ist, glaube ich, dem geschuldet. Ja. Würden Sie sagen, dass es dadurch 50% weniger Mordfälle gibt? Oder wie viel weniger Mordfälle gibt es da? Kann man das sagen? Also der Rückgang der Mordfälle insgesamt. Also ja, die Zahlen sind ja auch in den letzten, so seit den 80er, 90er Jahren, sind die Zahlen ja bundesweit auch zurückgegangen. Also warum das so ist, das kann eigentlich keiner erklären. Ja. Das, also zumindest hat es mir noch keiner richtig erklären können. Wie gesagt, mit der Rettungsmedizin, glaube ich, ist so das Verhältnis Versuch vollendet. Mhm. Das ist da schon, hat sich ein bisschen verschoben. Ja. Aber ich persönlich bin jetzt immer kein Zahlenfan, weil dem einzelnen Opfer nützt jetzt nichts, ob er unter die 5%-Regelung fällt oder in 20% reinfällt. Aber auf München bezogen, haben Sie da so eine Zahl parat, also wie viel weniger Mordfälle es gibt im Vergleich zu einer anderen Zeit? Also wenn wir jetzt inklusive Versuche, also vollendet und Versuche, kann man eigentlich sagen, dass wir in den 80ern und in den 80er-Jahre, 70er-Jahre waren so ein bisschen die Hochzeiten, da waren es teilweise so 70, 80 Tötungsdelikte inklusive Versuche im Jahr.
Und jetzt sind wir so bei um die 30 Delikte im Jahr. Ja, also das ist schon so, dass das zurückgegangen ist. Und haben Sie auch ein Gefühl dafür, wie viel von diesen Morden so emotionale Morde waren und wie viel wirklich eiskalt kalkulierte Morde? Ja, auch beim eiskalt kalkuliert ist ja quasi ein Gefühl dabei, ja, weil der plant es ja. Aber zur Bereicherung, sage ich mal, um einen Vorteil davon zu haben. Also so diese Affektgeschichten, glaube ich, nehmen schon den Großteil der Taten ein. Ja. Also dass jemand jetzt wirklich so minutiös plant und auch der Auftragsmord oder so, das ist ja eher ganz, ganz selten. Ja. Also es ist schon, die meisten Taten sind die Affekttaten, ja, wo aus der Situation heraus einfach was entsteht und dann einfach die eine Person sich nicht mehr zu helfen weiß und dann zum Messer greift. In der Regel, ja, das ist meiste Tatwerkzeug ist im Endeffekt das Messer, muss man sagen, weil es natürlich im Haushalt auch parat liegt, ja. Also es gibt keinen Haushalt ohne Messer. Genau, in Amerika gibt es mehr Pistolen, die im Haushalt liegen, genau. Und da werden dann auch mehr Menschen erschossen. Ja. Können Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie das bis zu Ihrer Pensionierung machen, diesen Beruf? Ja, eigentlich, also jetzt muss man eigentlich sagen, ja, es ist schon meine Traumstelle. Ja. Ja. Es ist natürlich so, dass aufgrund von meinem Alter das vielleicht doch noch irgendwo mal auch ein bisschen weitergeht. Ja. Und ja, da muss man halt schauen, wohin da der Weg führt. Ja. Aber insgesamt mit meinen Leuten und mit der Dienststelle, ja, ich bin da glücklich. Markus Kraus, ganz herzlichen Dank, dass wir mal einen Einblick in Ihre Arbeit kriegen konnten. Und ja, ich glaube, was wünscht man Ihnen? Viel Erfolg wahrscheinlich. Erfolg ist immer das Beste, genau. Erfolg, okay, ja. Alles gut. Ja, Dankeschön. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Wir unterstützen die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in ihrer Nähe.